Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Mario & Rabbids Sparks of Hope. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mario & Rabbids Sparks of Hope. Ich habe es nicht anfangs vermasselt, das jetzt auszusprechen. Hier ist direkt ein Spark, wenn ich das richtig sehe. Oh, das ist wieder das cute Eichhörnchen. Hallo. Merkurier, ich habe mit meinen Pinguin-Freunden Verstecken gespielt. Aber das wurde langweilig und jetzt will ich lieber Pirat spielen. Das Problem ist nur, dass sie noch feststeckt. Versteckt sind. Könnt ihr meine drei Pinguin-Freunde finden? Sie sind irgendwo am See. Wenn ihr einen findet, dann werft ihn auf das Schiff, damit wir mit unserem Piratenabenteuer beginnen können. Ihr könnt jetzt rauskommen. Achso, einfach nur Pinguine finden und dann habe ich meinen neuen Spark. Das klingt doch easy. Ja, warum habe ich jetzt nicht da oben gestartet? Ganz einfach, wir haben mega viele Gebiete jetzt offen, wo wir jetzt lang können. Weil das Eis nicht mehr im Weg ist. Ich denke mal, dass wir die Pinguine eventuell über die ganze Map suchen müssen. Ich denke es nur, ich weiß es nicht. Ich habe hier auf jeden Fall direkt was gefunden, offenbar. Ist eine Abkürzung oder wo laufe ich hier gerade hin? Da ist ein Pingu! 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 Komm hier! Nein, ich habe ihn direkt weggeworfen. Okay, ich habe Pingu. Einfach aufs Schiff werfen, ne? Oh, guckt euch den Pingu an. Na, und drin wollten wir kurz mal vorbeischauen. War nicht beabsichtigt, dass die beiden jetzt gerade im Bild waren. Okay, hier ist jetzt eine Challenge. Dumbasch-Weitwurf-Wettkampf. Was? Dumbasch-Wettkampf. Ihr müsst alle Dumbasche in den Brunnen werfen, bevor die Zeit um ist. Habe ich 25 Münzen? Ich hoffe es. Okay, ich darf nicht so weit weg. Ich muss nur einen Rekord von 7 knacken. So, einfach da reinschmeißen. Sieht doch einfach aus. Oh. Rein da. So, wo ist der nächste? Da oben ist einer. Da sind zwei. Kommt her. Ich will euch. So, rein da. Ich habe ihn aus Versehen wieder hier reingeworfen. Komm her. Wir haben 6. So, das war der eine Dumbasch. Jetzt kommt der nächste Dumbasch. So, da oben kommen jetzt bestimmt die nächsten. Guck mal, instant eingesammelt. Ha, ich hab dich schon vorher berechnet. Ich glaube, ich schaff nicht noch einen. Da ist das Eis noch nicht geschmolzen, sehe ich das richtig? Erst hier sein, das verduftet Sportfreund. Dafür gibt's Gold. Das war gut genug für einen Profi. Ich hab doch den Sonderpreis auf jeden Fall, oder nicht? Ich hoffe, dass das einfach der Sonderpreis war.
So, wir müssen noch zwei Pingos finden. Die finden wir wahrscheinlich einfach so nebenbei. Also ich gehe jetzt nicht auf Aktivsuche, die finden wir höchstwahrscheinlich wirklich nebenbei. So, 8 Münzen haben wir, glaube ich, mittlerweile. Ich weiß nicht, ob ich letztes Mal hier schon welche ausgegeben habe. Ach ja, ich spare ja auch den Schlüssel, ne? Den wollte ich als erstes haben. So, vom Prinzip her wollte ich jetzt dieselbe Strecke, die wir beim ersten Mal gelaufen sind, nochmal ablaufen und diesmal da lang laufen, wo wir vorher nicht lang konnten. Ich habe noch einen Pingo gefunden. Okay, die sind wahrscheinlich nicht weit weg. Oh. Die sind so putzig. Okay, wir suchen den dritten Pingo doch noch eben kurz. Jetzt bin ich überzeugt, dass der hier in der Nähe sein muss. Ach, guck mal, hier kommen wir wieder zurück. Da, ich sehe den Pingo. Hab ihn. Wir haben den letzten Pingo. Das heißt, wir kriegen 9. Ja, wir kriegen einen neuen Rabbit. Ja, glückliche Pingos. Böse. Nicht die armen Pingos. Wir retten sie. Das wird eine längere Schlacht. So, erstmal wieder eine Heilung für alle. Ich muss nur die Augen kaputt machen, ne? Kann ich doch sogar sagen, hey, ich greife die einfach nur mal eben kurz an. Oder nicht? Nee, eigentlich will ich erstmal weg von da unten. Ich mach mal das an. Und wir machen erstmal den da platt. Ich würde sagen, am besten gar nicht erst aufteilen. Das war die falsche Röhre. Durch die da bin ich gegangen. Da oben warteten 2 von denen. Das ist eh kein Fernkämpfer, da kann ich ruhig weiter wegstehen. So, dann machen wir noch die Gefahrensicht an. Das ist die Röhre. Und bei ihr kann ich mich ja ruhig dahinter stellen. Dack. Erstmal die Nahkämpfer ausschalten. Könnte sich einer bitte so bewegen, dass Luigi noch trifft? So, Schaden mal eben kurz für alle verringern. Bewegen kann sich gerade eh keiner. Hier gebe ich erstmal eine Grätsche. Machen wir das erstmal so. Doch nicht. Ich wollte den erstmal hier wegscheuchen.
Wenn der stirbt, trifft er jetzt die anderen beiden mit. So, treffe ich irgendwen? Ihn treffe ich. So, dich scheuche ich mal so weit es geht weg. Und stehe dann am anderen Ende am besten. Erstmal auf den, der schon Schaden genommen hat. Das Gute ist, dass die keine Reichweite haben. Wollt ihr zu mir hochkommen? Ich wäre dafür, dass Rebelle auf jeden Fall nach oben geht. So, wir nehmen den Spritzangriff, weil damit kann ich den einen verscheuchen. So, der andere, der stirbt eh. Ich gehe mal ein bisschen weg. Ruhe in Frieden. So, und da ist eh kein Fernkämpfer. Einfach so weit wie möglich wegstehen ist das Beste. Ja, bei ihr, das hat keinen Sinn mit den Items gerade. Ist gut, dass die Scharfschützen so weit wegstehen. So, jetzt sind die mal geheilt. Ich mach mir aus der Entfernung weg. Gehe ich gar nicht erst das Risiko ein. Wenn Luigi von hier aus irgendwen snipen könnte, das wäre toll. Es hat gerade was richtig Gutes, die Respawn nicht. Ich konnte dadurch jetzt mein Team einmal hochheilen und vom Prinzip her könnte ich mich jetzt eigentlich zweimal einfach AFK dahinstellen. So, ich stelle mich so. Ich wollte eigentlich, dass Rebella auch hier den Teamsprung nutzt, damit die ein bisschen weiterkommt. So, dann machen wir mal drei. Check. Das war sinnvoll. Da muss ich auch die Augen werfen, ne? Und jetzt kann ich von hier oben aus die da unten snipen, oder nicht? Ich mach das ungesehen. Sie bloß nicht zurückschießen. Machen wir die erstmal von hier oben aus kaputt. Wenn man schon in Ruhe und Frieden die vernichten kann, dann macht man's auch. Komme ich darüber? Ich hoffe es mal. Ui!
Die Frage wäre beantwortet. So, will sich einer bewegen? Will's nicht. Okay, den Rest kann ich weggrätschen. Zack. Mann, komm ich weit. Luigi braucht eventuell eine Starthilfe. So, dann holen wir auch noch Rebella. Grätschen den hier einmal weg. Ja, Leute, läuft doch. Und Giftwelle. Du musst da einmal ganz kurz weg. Da will ich nämlich Luigi gleich hinstellen. Aus der Deckung raus, ihr dreckigen. Ich kann nicht grätschen. Teamsprung dahin. Ich will nur, dass sie in Sicherheit ist. Gute Nacht. Und tschüss. Easy. Der Scharfschütze da hinten ist wahrscheinlich gefährlich. Den Eis kriege ich easy down. Ohne dass sie mir auch nur einmal gefährlich werden. Jo, kommt. Komm doch her. Auch mit dir. So, beide einmal gegrätscht. Kann ich mit Rebella direkt wiederholen? Weg da. So, so will ich mich positionieren. Kann ich auch von hier aus ihn treffen? Maximale Reichweite nutzen. Der stirbt nicht, aber in der Hoffnung, dass der sich da hinten erst bewegt. Ach doch, der ist gestorben. Nix. Ich hab nichts gesagt. Ich wollte, dass der Eisenblick sich auf den da hinten aktiviert. So, ich snipe den jetzt erstmal kaputt.
So, können wir uns ja schon mal da unten hin positionieren. So, wenn ihr mich abschießt, kommt die so 40% davon zurück. Überlegt's euch also. Die können nicht mal weit genug schießen. Ach, das sind noch drei von denen. Das ist die ekelhafteste Ecke. Ich sollte da rüber geflogen kommen. Ich hab vergessen. Die machen ja was. Heilsame Energie, komm sofort. Ich hab vergessen, dass die schießen. Ach, ich muss auch noch da hochspringen. Positioniere ich einmal da drüben und behalte das mal so. Peach muss sich einmal opfern. Ich will nämlich nicht, dass Luigi hier runtergeschossen wird. So, weg mit denen. Ich habe nicht genügend Reichweite, ne? Dass es irgendwen trifft. Auch mit dir. Wir lassen die jetzt einfach mal Scharfschützen bleiben. Und scheuchen's weg. Nimm das. Hab's versucht. Aber Peach geht drauf. Aber sie kann ich entbehren. Muss heilen. Genau richtig. Wenn irgendwer von euch hier in die Nähe kommt, dann kann er sein blaues Wunder erleben. Genau darauf habe ich jetzt nicht gehofft, dass das nicht passiert. Jetzt muss ich nämlich einmal um die ganze Map laufen, nur mit Rebella da hochzukommen. Ich kann es nicht so kaputt machen. Immer her damit. Na los. Ja, als ob ich jetzt daran verrecke. Eventuell treffen die mich hier unten auch nicht. Nee. Jeder Weg. Ich mach noch mal eben kurz.
So Leute, ich hätte ein bisschen gedauert, aber ich habe jetzt die ganze Schlacht nochmal gemacht. Diesmal habe ich mich sogar zuerst um die Sniper gekümmert. Dass es daran gehakt hat, dass ich einig werfen konnte. Ich bin sogar diesmal mit vollem Leben hier raus. Pinguine waren nicht gerade begeistert, dass ich aufgehört habe, Verstecken zu spielen. Ohne es ihnen zu sagen, sie haben mich als Kapitän abgesetzt. Kann ich vielleicht mit euch gehen, Freunde des Abenteuers? Wir müssen uns auch keine Piratennamen geben. Das ist nur für die Stimmung. Und wir haben einen neuen. Mercurio schließt sich dem Team an. Was kann der denn? Das interessiert mich. Ich habe übrigens Rabbit Peach Alien gegeben, weil sie bei ihm ihr ganz, ganz gut aufgehoben ist. So, was kannst du? Das regeneriert HP. Das ist ganz praktisch tatsächlich. Für Rabbit Peach. Ist praktischer als das. Der Heiler muss sich ja auch irgendwie selber hochhalten im Not. Na gut, beim nächsten Mal gucken wir da oben, wo die Toads gefangen waren. Dass wir da was machen. Dass wir die befreien. Ich hoffe, dass ihr im heutigen Part Spaß hattet. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.